Heute gibt es eine Bienchentorte, wie wir finden, mit dem putzigsten, einfachen, aber goldigsten Po ever. Viel Spaß bei meinem heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ja, unten ein Bienenkorb nachempfundene Torte, mit der ich nicht ganz so hundertprozentig zufrieden bin. Oben ein dickes, fettes, kugeliges, richtig putziges Bienchen mit einem, wir fanden, einem einfachen, aber richtig goldigen Hinterteil, wobei das ganze Bienchen finden wir mega, mega goldig. Deswegen zeige ich euch die Torte, auch wenn ich mit dem unteren Teil nicht ganz zufrieden bin mit der Optik. Wir starten mit den Flügeln der Biene. Diese sind nämlich aus Blütenpaste und müssen aushärten. Ich habe mich bewusst hier für Blütenpaste entschieden, da diese auf jeden Fall innerhalb 24 Stunden ausgehärtet sind. Und das müssen sie auch sein, dass sie nachher nämlich schön standfest auf die Biene aufdekoriert werden können. Um die Flügel herzustellen, verwende ich Blütenpaste, wie ich eben schon gesagt habe, und rolle sie mit Hilfe meiner 1 mm Ausrollstäbe gleichmäßig aus und schneide ganz ohne Schablone einen Tropfen aus, den ich dann als Schablone verwende und schneide noch 3 weitere Flügelteile aus, die ich mit meinen Fingern noch ein wenig glätte und anschließend 24 Stunden auf der Seite liegen lasse. Außerdem habe ich noch die Fühler vorbereitet. Hierzu habe ich 2 kleine Stücke Blumendraht verwendet und kleide diese zuallererst mit schwarzem Fondant ein. Schneide an beiden Seiten den Fondant ein klein wenig weg. Gebe dann auf die eine Seite eine gelbe Kugel, biege den Blumendraht noch ein wenig zurecht und lege auch die Fühler zum Trocknen auf die Seite. Für die untere Torte habe ich einen lecker, saftig, nussigen Rüblikuchen gebacken. Den solltet ihr auf jeden Fall einmal ausprobieren. Er muss ja nicht für eine Motivtorte gebacken werden, auch so als Kuchen und die Frischkäsefüllung dann als Topping obendrauf. Richtig, richtig lecker. Könnte auch eine schöne, einfache, aber auch richtig leckere Ostertorte für euch sein, falls ihr keine Motivtorte herstellt. Wir starten zuallererst mit dem Rüblikuchen und dafür zeige ich euch die Zutaten. Wir benötigen 450 Gramm Mehl, 75 Gramm Speisestärke, 3 Teelöffel Backpulver, 3 Teelöffel Natron, eine Prise Salz, 300 Gramm weiche und zimmerwarme Butter, 300 Gramm Zucker, 6 Eier der Größe M, 375 Gramm gemahlene Haselnüsse, 600 Gramm Karottenraspel und den Schalenabrieb einer Bio-Zitrone. Die weiche und zimmerwarme Butter gebe ich mit dem Zucker sowie der Prise Salz in eine Rührschüssel und lasse diese für 5 Minuten hellcremig aufschlagen, bevor die Eier einzeln und nacheinander eingerührt werden. Anschließend folgen die gemahlenen Haselnüsse, der Zitronenschalenabrieb sowie die geraspelten Karotten. Dieses wird kurz eingerührt und zu guter Letzt wird noch Mehl, Speisestärke, Backpulver und Natron dazugesiebt und nur so kurz eingerührt, bis sich alles gleichmäßig im Teig verteilt hat. Gebacken wird in 2 24 cm Backformen. Diese habe ich am Boden schon mit Backpapier ausgekleidet. Der Rand ist übrigens nicht eingefettet. Solltet ihr nur eine Backform haben, halbiert die Zutaten, bereitet nur den halben Teig zu, backt ihn einmal und wiederholt das Ganze im Anschluss ein weiteres Mal. Mein Teig verteile ich gleichmäßig auf beide Backformen, streiche die Oberfläche ein wenig glatt und gebe die Teige in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Umluft.
da ich ja zwei Kuchenteige in einem Backofen backe für etwa 45 bis 50 Minuten, macht auf jeden Fall eine Stäbchenprobe und wenn nach dem Backen am Stäbchen nichts mehr hängen bleibt, dann sind die Kuchen durchgebacken. Anschließend sollten sie vor der Weiterverarbeitung vollständig auskühlen. Während der Rüblikuchen auskühlt, bereite ich schon mal den Teig für die Biene zu. Die Biene besteht aus zwei halbrunden Kugeln, die ich in Edelstahlschüsselchen gebacken habe. Und ich habe mir gedacht, es wird eine Biene, muss auch Honig mit ins Spiel. Deswegen gibt es einen Rührkuchen mit Honig und dafür benötigen wir 125 Gramm weiche und zimmerwarme Butter, zwei Eier der Größe M, eine Prise Salz, 80 Gramm Honig, 150 Gramm Mehl, 10 Gramm Backpulver und einen Teelöffel Vanillearoma, Vanilleextrakt oder alternativ könnt ihr auch ein Päckchen Vanillezucker verwenden. Die weiche und zimmerwarme Butter gebe ich mit dem Honig in eine Rührschüssel und rühre diese auch etwa 5 Minuten hellcremig auf, gebe anschließend das Vanillearoma sowie die Eier einzeln und nacheinander dazu. Zu guter Letzt wird noch Mehl mit Backpulver und Salz dazugesiebt und auch hier so kurz wie nötig eingerührt, bis ein gleichmäßiger Teig entstanden ist. Gebacken werden zwei Halbkugeln. Dafür habe ich zwei Edelstahlschüsselchen. Diese haben einen Durchmesser von 12 cm und sind aus einem großen blauen schwedischen Möbelhaus. Diese sind aus Edelstahl und deswegen kann man sie auch ohne Probleme zum Backen verwenden. Wichtig ist, dass sie innen gut eingefettet und ausgemehlt sind. Hierin verteile ich nun gleichmäßig den Teig, streiche auch diesen grob glatt und gebe meine Schüsselchen bei 160 Grad Umluft für etwa 35 Minuten in den Backofen, macht auf jeden Fall auch hier eine Stäbchenprobe. Nach dem Backen lasse ich sie etwa 10 Minuten noch in der Form auskühlen, stürze sie anschließend heraus und lasse sie auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen. Die Kuchen sind nun gebacken und sollten vollständig auskühlen. Ich empfehle dieses immer am Tag zuvor zu machen. Nachmittags, abends, dann können sie super, super über Nacht auskühlen und können am nächsten Tag weiterverarbeitet werden. Gerade für Motivtorten ist dieses nämlich ganz wichtig. Und wenn Sie mehrere Stunden wirklich Zeit hatten zum Auskühlen, sind sie nämlich auch deutlich krümelfreier zu verarbeiten. Wobei der Rüblikuchen, der ist so locker. Er ist mir ein klein wenig zerbrochen. Das seht ihr aber auch gleich, wenn ich ihn fülle. Aber das war unterm Strich überhaupt nicht schlimm. Wir bereiten jetzt die Frischkäsefüllung zu. Diese habe ich jetzt am nächsten Tag gemacht. Da habe ich nämlich jetzt die untere Torte gefüllt, alles eingestrichen und auch dekoriert. Wir starten mit der Frischkäsefüllung und dafür zeige ich euch zuerst die Zutaten und anschließend, wie ich mit meiner Torte weitergearbeitet habe. Für die Füllung benötigen wir 400 Gramm Vollfett-Frischkäse, 4 Esslöffel Puderzucker, 9 Teelöffel Sanapat, alternativ könnt ihr auch 4,5 Päckchen Sahnestandmittel verwenden, den Schalenabrieb einer halben Bio-Zitrone und 500 ml süße Sahne. Mit dieser starte ich auch und gebe sie in eine Rührschüssel, lasse sie 30 Sekunden anschlagen, gebe anschließend etwa die Hälfte des Sanapates dazu und lasse die Sahne vollständig steif schlagen. In eine weitere Rührschüssel gebe ich Frischkäse, Puderzucker und den Zitronenschalenabrieb, lasse alles 2 Minuten cremig rühren und hebe anschließend in 2 bis 3 Portionen die Sahne unter und fertig ist die Füllung. Die Rüblikuchen sind nun vollständig ausgekühlt. Diese schneide ich einmal in der Mitte durch und befreie sie von ihrem leicht gewölbt gebackenen Deckel. Nun wird die Torte gefüllt.
Aufgestapelt wird sie auf einem Cakeboard. Ich verwende hier eine etwas dickere Tortenpappe. Diese ist ein klein wenig größer wie die Kuchen. Die Kuchen sind 24 cm, die Tortenpappe ist 26 cm im Durchmesser. Die Füllung, die ich eben zubereitet habe, rechts sind die durchgeschnittenen Rüblikuchen und außerdem benötigen wir noch eine fondanttaugliche Buttercreme, da die Füllung mit dem Fondant nicht in Berührung kommen darf. Und ich verwende hier die italienische Meringue-Buttercreme. Das Rezept verlinke ich euch hier oben in der Infocard. Diese habe ich in einen Einwegspritzbeutel gefüllt und habe unten ein etwa 2 cm großes Loch hineingeschnitten. Von der Buttercreme gebe ich ein wenig auf das Cakeboard, gebe das erste Kuchenstück oben drauf, spanne hier einen verstellbaren Backrahmen fest drumherum und spritze mit der Buttercreme außen einen dicken Rand und gebe anschließend ein Drittel der Frischkäsefüllung hier hinein. Und so ist die fondant-untaugliche Frischkäsefüllung nämlich super nach außen zum Fondant abisoliert. Nun kommt der nächste Tortenboden und so wird weiter verfahren, bis die Füllung und auch die Kuchenböden aufgebraucht sind. Die Torte muss anschließend für mindestens 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank durchkühlen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um das Bienchen. Ich habe hierfür eine Schokoladenganache. Das Rezept verlinke ich euch hier oben in der Infocard. Da auch hier der Boden leicht gewölbt ist, schneide ich ihn erstmal ab und gebe eine Halbkugel wieder in eine Schüssel zurück. So ist sie stabiler, wenn sie jetzt gleich in den Kühlschrank kommt und kippt mir im Kühlschrank nicht um. Auf die Oberfläche gebe ich ein wenig von der Schokoladenganache und klebe die zweite Halbkugel obendrauf, gebe mein Törtchen für 30 Minuten in den Kühlschrank, damit die beiden Schichten zusammenkleben und streiche sie anschließend mit einer ersten Schicht Ganache ein. Diese verteile ich grob mit einer kleinen Winkelpalette. Nehme mir anschließend einen Flexi-Smoother und klette die Ganache damit, gebe die Torte für 30 Minuten in den Kühlschrank und wiederhole das Ganze ein zweites Mal. Nun kommt die Torte wieder für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und anschließend wird natürlich auch noch der Boden eingestrichen. Auch hier muss die Ganache im Kühlschrank wieder fest werden und in der Zwischenzeit rolle ich den Fondant aus. Für die Kugel verwende ich 500 Gramm gelben Fondant. Diese rolle ich auf etwas Speisestärke mit meinem großen Ausrollstab aus und decke die Torte anschließend damit ein. Da die Ganache aus dem Kühlschrank immer sehr trocken ist, besprühe ich die Torte mit etwas Backtrennspray, damit der Fondant nun auch kleben bleibt. Die Kugel versuche ich so gut wie möglich faltenfrei einzudecken. Dazu ziehe ich den Fondant unten immer wieder weg und drücke ihn mit meiner Handkante fest. Das mache ich so gut wie es geht und anschließend nehme ich mit diesem Modelliertool den Überschuss weg, indem ich einfach den Fondant gleichzeitig noch ein wenig unter die Kugel drücke. Mit dem Flexi-Smoother, den ich auch eben zum Kletten der Ganache verwendet habe, poliere ich noch die Oberfläche, sodass alles schön glatt ist und anschließend stelle ich die Torte wieder kalt. Sobald der Rüblikuchen gut durchgekühlt, die Füllung fest geworden ist, wird der verstellbare Backrahmen abgelöst. Das funktioniert am allerbesten mit einem Bunsenbrenner, denn hier schmilzt ein klein wenig die Buttercreme und der Backrahmen kann nach oben hin abgezogen werden.
Mit der übrigen Buttercreme streiche ich die Torte nun am Rand und auch an der Oberfläche ein. Das muss jetzt nicht ganz so super ordentlich sein, da der Fondant heute etwas grober und etwas dicker auf die Torte aufdekoriert wird. Um die Optik eines Bienenkorbes zu erhalten, nehme ich Fondant, rolle ihn zu langen Strängen aus und lege diesen im Anschluss rundherum um die komplette Torte. Die Schnittstellen, die Kanten, klebe ich mit essbarem Zuckerkleber aneinander. Mit einer dünnen Schicht gelbem Fondant wird die Torte schließlich noch einmal eingedeckt und damit der Fondant auf dem Fondant kleben bleibt, bestreiche ich die Torte zuerst mit essbarem Zuckerkleber und decke sie dann mit dünn ausgerolltem Fondant ein. Durch den Zuckerkleber und den dünn ausgerollten Fondant ist es ein klein wenig tricky, aber mit etwas Geduld hat auch dieses funktioniert. Mit einem spitzen Modelliertool arbeite ich die Zwischenräume noch ein wenig tiefer, definiere sie so ein wenig und anschließend bepudere ich die Torte mit orangefarbener Lebensmittelpuderfarbe. Die Kugel bekommt natürlich nun auch ihre Bienchenoptik. Dazu habe ich schwarzen Fondant ausgerollt, zwei große breite Streifen geschnitten, die ich mit essbarem Zuckerkleber nun aufklebe. Der Stachel ist ein kleines schwarzes Fondantstückchen, was ich kegelförmig gerollt habe und nun mittig hinten mit etwas Zuckerkleber befestige. Für die Augen drücke ich erstmal mit einem kleinen Balltool zwei Augenhöhlen vor, gebe Zuckerkleber hinein und klebe anschließend zwei große runde Zuckerperlen hier hinein. Alternativ könnt ihr natürlich auch Fondant verwenden. Vier kleine Wimpern gab es schließlich auch noch. Und den Mund präge ich mit einem Modelliertool, forme diesen noch aus. Zwei Grübchen gibt es mit einem kleinen Balltool rechts und links. Ein wenig Blush bekommt das Bienchen natürlich auch noch verpasst, damit es nicht ganz so leblos aussieht. Hier habe ich auch die orangefarbene Lebensmittelpuderfarbe verwendet und eine kleine Zunge aus rotem Fondant klebe ich schließlich auch noch in den Mund hinein. Vier kleine Haare gibt es auch noch und anschließend decke ich das Cakeboard ein. Hierzu verwende ich eine Kaperplatte. Eine Kaperplatte ist eine Leichtschaumplatte, die ich immer im großen Stück kaufe und mir passend genau auf die Größe mit einem Cuttermesser oder Bastelskalpell zurechtschneide, so wie ich es benötige. Die Kaperplatte hat einen Durchmesser von 30 cm und eine Dicke von 1 cm. Da ich noch gelben Fondant übrig habe, habe ich diesen ausgerollt, bestreiche die Oberfläche der Kaperplatte mit dem Zuckerkleber und decke diese nun mit dem gelben Fondant ein. Die Überschüsse nehme ich mit einem Marzipanmesser weg und anschließend nehme ich einen Sechseckausstecher und präge damit die Wabenoptik in den Fondant hinein.
Mit einem spitzen Modelliertool fahre ich die Vertiefungen noch einmal nach und auch hier pudere ich das Ganze mit orangefarbener Lebensmittelpuderfarbe ab. Mit ein klein wenig Ganache, die ich noch übrig hatte von der kleinen runden Torte, klebe ich nun die Torte auf dem Cakeboard fest. Gebe zuallererst drei dicke Strohhalme als Stützen in die untere Torte, damit das Bienchen, wenn es jetzt hier oben drauf sitzt, in die Torte nicht einsinkt. Schneide diese bündig ab, gebe etwas Ganache oben drauf und klebe damit das kleine Stück Tortenpappe fest. Das darf allerdings nicht zu groß sein, damit es unter dem Bienchen nicht herausschaut. Anschließend wird das Bienchen fertig dekoriert mit den nun ausgehärteten Fühlern sowie den ausgehärteten Flügeln. Hierzu drücke ich erstmal zwei Schlitze in die Torte und stecke anschließend die Flügel hinein, die ich hinten noch mit einem Zahnstocher etwas fixiere, damit sie nicht umkippen. Dekoriere das Cakeboard noch mit grünem Fondant. Diesen habe ich zuvor in eine wirklich saubere Knoblauchpresse gegeben, drücke den Fondant heraus und habe somit nun Grasbüschel, die ich rundherum noch verteile, klebe anschließend noch ein paar kleine Blümchen dazu. Und zu guter Letzt bekommt der Rand des Cakeboardes noch ein Satinbändchen, was ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel befestige. So, die Torte ist fertig und ich hoffe natürlich, dass sie euch gefällt, auch wenn mir der untere Bienenkorb optisch nicht zu 100% gefällt. Wir fanden die Torte trotzdem richtig, richtig schön. Ich habe sie meiner Cousine geschenkt und die waren so begeistert. Wir hatten die Möglichkeit, euch sie nicht zu zeigen, aber dann haben wir gesagt, nein, die ist trotzdem so, so schön. Deswegen habe ich mich beschlossen, euch dieses Video doch zu zeigen. Falls ich Anschnittfotos bekomme, findet ihr diese im Blogpost, den ich zu dieser Torte geschrieben habe. Ihr findet alle meine Rezepte auf meinem Blog www.nicolszuckerwerk.de und dieser Blogpost zu dieser Torte findet ihr jetzt hier oben in der Infocard. Da findet ihr alle Rezepte, die ich für diese Torte verwendet habe, noch einmal zum Nachlesen und auch zum Ausdrucken. Meine liebe YouTube-Kollegin, die Yvonne vom Kanal Purzelcake, hat auch eine Bienchenmotiv-Torte gemacht. Eine richtig, richtig schöne. Ihr solltet auf jeden Fall auch mal bei ihr vorbeischauen, mal eine Bienchentorte anders gestaltet, wie ich sie gemacht habe. Und ihr findet ihr Video auch hier oben jetzt in der Infocard und hier unter dem Video in der Infobox. In der Infobox findet ihr übrigens alle Produkte, die ich für diese Torte verwendet habe. Meine Follower, ihr wisst das schon, dass ich immer hier unten alles verlinke, alle, die neu auf meinem Kanal sind und sich für das ein oder andere interessieren, schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin nun auf eure Kommentare gespannt und wünsche euch nun noch einen wunderschönen Montag. Und falls ihr noch weitere Videos sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben vorbei. Da verlinke ich euch noch ein weiteres Video von mir und hier unten auf dem Foto könnt ihr mir gerne ein kostenfreies Abo dalassen, sofern ihr das noch nicht getan habt. Abonnieren ist absolut
kostenfrei. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns ganz bald oder vielleicht gleich in einem neuen Video. Macht's gut. Tschüss.